Eine Batterie, die nur mit Papier und Zucker Strom erzeugt. Klingt zu schön, um wahr zu sein, oder? Aber genau das versprechen die Schlagzeilen. So funktioniert's allerdings nicht. So, aber schon. Das ist die Batterie, die nur aus Papier und Zucker besteht. Dieser Mann und sein Team aus eifrigen Forschern haben es tatsächlich geschafft, damit Strom zu erzeugen und sorgen mit ihrer Erfindung aktuell für reichlich Aufruhr. Schon heute soll die Batterie medizinische Geräte, Wearables, sowie viele andere Geräte betreiben können. Und das nur mit Papier und Zucker. Wie ist das möglich? Die Idee dieser super nachhaltigen Batterie hat sogar den deutschen Bioverband Demeter zu einem Investment von 3 Millionen Euro bewegt. In diesem unscheinbaren Gebäude der französischen Universität Grenoble feiern die jungen Forscher an ihrer Batterieerfindung. An der Pforte sind wir mit Mitgründer Dr. Jules Hammond verabredet. Ich bin Jules, ich führe euch rum. Als Elektroingenieur mit Fokus auf Nano-Biosensorik hat er nicht nur einen besonders kompliziert klingenden Beruf, sondern ist auch ein richtiger Profi in seinem Fach. Er und sein Team haben jetzt also wirklich eine Batterie aus Papier und Zucker erfunden? Das wollen wir sehen. Ja, das haben wir. Ich zeig dir eine. Das hier ist unsere Papierbatterie. Da sie nur aus Papier und Zucker besteht, ist sie biologisch abbaubar. Gerade mal so groß wie eine Briefmarke und genauso leicht ist die Batterie. Und aus diesem hauchdünnen Plättchen kann man jetzt wirklich Strom machen? Das will Jules uns beweisen. Okay, ins normale Batteriefach passt die Erfindung nicht. Aber mit Kabeln angeschlossen soll sie diese Stoppuhr antreiben können. Es funktioniert. Jules will uns noch ein anderes Einsatzgebiet der Batterie zeigen, das unseren Paketversand nachhaltig verändern könnte. Auf diese Anwendung sind sie besonders stolz. Die Batterie betreibt einen winzigen Sensorchip, der Temperatur, Feuchtigkeit und Helligkeit trackt. Mit einer Handy-App kann man die Daten auslesen. Diese Technologie könnte in Pflaster eingebaut werden, um Stress- oder Flüssigkeitszufuhr zu messen. Oder als Etikett auf Pakete geklebt werden, um Temperatur, Feuchtigkeit und starke Stöße live zu verfolgen. Damit könnte die Batterie plus Sensor also den Gesundheitsstatus von Patienten verfolgen. Oder überprüfen, ob unsere Pakete auch mit der nötigen Sorgfalt behandelt werden. Aber zur eigentlichen Frage. Wie geht das? Wie entsteht aus Papier und Zucker Strom? Es gibt noch eine entscheidende Zutat. Wir folgen Jules und seiner Kollegin Marie zu einem anderen, gut gesicherten Labor. In den Kühlschrank dürfen wir allerdings nicht reinfilmen. Du hast nach der Geheimzutat gefragt. Hier ist sie. Es sind getrocknete Enzyme. Dieses gelbliche Kristallpulver ist also die Geheimzutat. Darin sind biologische Moleküle, die Zucker aufspalten können. Und so wird aus Papier und Zucker wirklich Strom. Der Kern der Batterie besteht aus schwarzem Papier, mit Zucker und trockenen Enzymen beschichtet. Das sind Proteine, die zum Beispiel auch in unserem Speichel vorkommen. Mit einem Tropfen Flüssigkeit beginnen die Enzyme, den Zucker auf dem Papier zu zersetzen. Dabei entsteht etwas elektrischer Strom. Die beiden äußeren schwarzen Schichten leiten diesen Strom nach außen in ein Gerät. Damit ist die Batterie aus Papier und Zucker per Definition eigentlich eine Brennstoffzelle. Denn im Vergleich zu einer Batterie kann sie mit Strom nicht wieder aufgeladen werden, nur mit mehr Zucker. Mit einem winzigen Flüssigkeitsspeicher hält die Batterie dann mehrere Tage bis Monate. Durch ihre natürlichen Baustoffe, Papier, Zucker und Enzyme, ist die Batterie außerdem zu 100% biologisch abbaubar. Das haben Jules und sein Team schon vor 2 Jahren in einem Video auf ihrem YouTube-Kanal demonstriert. Ein zweischneidiges Schwert, denn die entscheidenden biologischen Moleküle, die Enzyme, sind besonders empfindliche Zutaten.
Die größte Herausforderung mit Enzymen ist Stabilität, Temperatur und Langlebigkeit. Wir wollten eine Umgebung für die Enzyme schaffen, die sie stabil hält. Das war der Schlüssel zu unserem Erfolg. Denn Proteine sowie die Enzyme der Batterie verändern sich mit der Zeit oder bei leichten Temperaturschwankungen und werden damit als Energielieferant unbrauchbar. Jules und sein Team haben aber einen Weg gefunden, die Enzyme im Papier fest einzuschließen, sodass sie sich nicht verändern können. Und statt die Batterie so wie hier per Hand zusammenzusetzen, arbeiten sie auch schon an einer besseren Idee. Die Batterie komplett zu drucken. Liegt irgendwie nahe bei Papier als Grundlage? Dafür müssen sie die Enzyme mit Zucker und Kohlenstoff zu einer Art Tinte mixen. Natürlich auch zu 100% kompostierbar. In ihrer brandneuen Firmenzentrale im 10 Kilometer entfernten Villard-Bonnand wollen sie dann in Massenproduktion gehen. Was momentan noch wie ein Mix aus Büro und Fabrik wirkt, soll bald über 100.000 Batterien pro Tag ausspucken. Aber wieso steht der Riesendrucker jetzt still? Diese Maschine ist so schnell. Du machst sie an und sie produziert ungefähr 1 Meter Batterien pro Minute. Und ehrlich gesagt brauchen wir noch nicht so viele Batterien, weil wir noch an der Entwicklung feilen. Jules zeigt uns, was er damit meint. Mittlerweile haben sie ihre Erfindung in zig Ausführungen hergestellt. Damit wollen sie zeigen, rund, Halbkreis, klein oder groß, ihre Batterie ist wandelbar. Wir können die Form anpassen. Wir stellen uns vor, auch Knopf-, Doppel- oder Triple-A-Batterien zu ersetzen. Noch passt die besonders flache Batterie in kein Batteriefach. Sie produziert aktuell auch nur sehr wenig Strom, gerade genug für Geräte wie Schwangerschaftstests, Fitness-Tracker oder Fernbedienungen. Aber könnte die Batterie vielleicht in Zukunft auch mehr Strom produzieren? Noch steckt die Technologie ja in den Kinderschuhen. Werden vielleicht bald sogar E-Autos mit Papier und Zucker betrieben? Das kommt auf die Anfrage an. Tatsächlich schlummert eine gewaltige Menge Energie in Zucker. Aktuell benutzen wir nur ein Enzym. Aber wir könnten mehrere Enzyme nutzen, um möglichst viel Energie aus dem Zucker zu erhalten. Für größere Geräte wie Handys oder Laptops. Das wird aber noch mehrere Jahrzehnte dauern, verrät uns Jules. Trotzdem ist er sich seiner Sache sicher. Schon heute kann die Batterie eine Vielzahl an Low-Energy-Anwendungen betreiben, ganz ohne Schwermetalle und sonstigen Sondermüll. Jules und seine Mitarbeiter sind damit für uns schon jetzt echte Green Heroes.